Ein Ladenschild mit Pfeife, Zigarre und Streichholz hängt an einem schmiedeeisernen Wandausleger. Daneben das Bild eines rauchenden Engels. Hubert und Staller nähern sich dem Laden. Über dem Eingang steht Smoke. Spinnt doch der Kiewitz, der Kisten Ziegern für einen Stadtrat. Na, so weit kommt's noch. So weit ist schon. Ja, mei, wenn der Herr Sandinger Geburtstag hat. Ja, und wenn er mit Arztsachen durch die Stadt fährt, der darf ihn auch nicht abkassieren, das Rindviech. Ah, Rindviech hätt's nicht sagen dürfen. Das war ein Riesenfehler, Hans. Sie kommen zur gläsernen Ladentür. Staller späht hinein. Herr Jäcke! Das Blärsten so, der hat noch nicht auf. Ja, und jetzt? Sie gehen zur Hintertür. Staller zeigt zu einer Katze, die oben auf einer kleinen Plattform in einem Apfelbaum sitzt. Schau, Hupsi, da hockt eine Katze im Baum. Ja, und? Ja, aber ganz eine hübsche Angora. Ja, lass da ein paar Fäustlinge draus machen. Die Tür ist angelehnt. Wollen Sie? Staller folgt Hubert hinein. Sie gelangen in ein Büro. Hubert schaut durch eine offene Tür. Hallo? Staller nähert sich einer zweiten, die in den Laden führt. Hallo? Die Polizisten kommen herein. Auf einem Beistelltisch ruht neben einem Whiskyglas und einer halbleeren Karaffe eine reglose Hand. Hubert starrt herüber. Scheiße. Die Ermittler kommen näher. In einem ledernen Ohrensessel sitzt ein Braunhaariger. In seinem Mund steckt ein Zigarrenstumpen. Ein dünner Streifen Blut verläuft vom Haaransatz bis zur rechten Braue. Die Beamten sehen sich an. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlagsig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht. Klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Christine Heimansberg. Redaktion Heide Völz und Bernd Benecke. Tonmischung Florian Mayhöfer. Sprecher Peter Veit. Rauchen ist tödlich. Anja untersucht den Toten. Hubert hält einen Aschenbecher. Also, der Herr Jäckel hat zwei Wunden. Eine am Hinterkopf, vermutlich von einem Sturz. Eine weitere oberhalb des Haaransatzes. Und zwar von einem stumpfen Gegenstand. Könnte einer von diesen großen Aschenbechern gewesen sein. Ja, aber man kennt, dass Verletzungen mit einem stumpfen Gegenstand viel mehr wehtun als mit einem spitzen. Na, das ist bei Schnittverletzungen, sagen Hans. Na, vielleicht hat ihn einer betäubt und dann mit der Zigarre vergiftet. Du meinst der Nikotinvergiftung? Dafür braucht schon Minimum 0,5 bis 1 Gramm Nikotin. 3 bis 4 große Zigarren hätte er dafür komplett aufessen müssen. Also mindestens 4 von denen, oder? Guten Appetit. So. Ja, das kommt schon hin. Staller steckt eine Zigarre ein. Was machst du, Hans? Ich such die blöde Kisten vom Girwitz. Ja, nimm einfach die, wo Girwitz draufsteht. Final. Schatzi. Schatzi, jetzt komm endlich. Deine Freunde warten. Schatzi, wir wollen spielen. Wenn du verletzt, komm ich dich jetzt. Geh mal runter da. Eine Brünette. Final, jetzt komm sofort herunter da. Hörst du nicht? Gehört die einer? Neben dem Baum. Entschuldigung, ich wollte sie nicht erschrecken. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Vom Herrn Jäckel? Ja, der ist verstorben. Stumpfes Mordwerkzeug, Aschenbecher, Whiskyflasche. Ja, von Hackfleisch. Spaß, der Kollege. Die Ermittler grinsen. Wie heißt die? Final. Von Josephine. Sie nickt. Und wie heißt das dazugehörige Frauchen? Gabi Stürzke. Klingt auch schön. Wunderschön. Mag die nicht runter? Ich hab mir schon überlegt, die Feuerwehr anzurufen. Aber schon bei dem Wortleiter wird die ganz deppert. Ja, ich hab's gehört. Feuerwehr, wofür haben wir denn die Polizei? Hansi, lass es vielleicht lieber. Das ist ungefähr so beweglich wie ein Banschen. Tun Sie sich nur nicht weh. Ja. Ein Ast wackelt. Haben Sie den Kind da, den toten Tabakmann? Ja, er war mein Nachbar. Aha. Und wie war Ihr Verhältnis so? Er kehrte vor seiner Tür und ich vor meiner und das war's auch schon. Das klingt nach einer perfekten Nachbarschaft. Ich hab seinen Zigarrenqual neben ihm. Wenn seine Kundschaft draußen auf der Terrasse gesessen ist, ist immer alles zu mir überzogen. Aber ich hab dem Jäckel sagen können, was ich wollte. Den hat es nicht im geringsten interessiert. Im Gegenteil, angemotzt hat er mich. So, ich wäre jetzt fertig. Den genauen Todeszeitpunkt kann ich euch erst nach der Obduktion sagen, aber grob gestern Abend zwischen 19 und 23 Uhr. Hansi, brauchst du vielleicht eine Leiter? Staller stürzt herab, die Katze fest im Griff. Final, ist da nichts passiert? Grinsend überreicht er das Tier. Tierrettung,
Haben wir gelernt. Sie haben sich doch hoffentlich nichts getan. Also wenn er was kann, dann vom Baum runterfallen. Gott sei Dank. Stötzke fixiert Staller. Vielleicht möchten Sie die gute Nachricht Finals Freunden persönlich überbringen? Was für Freunde? Langsam weist sie mit dem Kopf zur Seite. Stötzke schiebt eine Haustür auf und setzt Final dahinter ab. Sie dreht sich zu Hubert und Staller um. Meinst du nur, wie sie sich freuen? Ja, ich freue mich auch. Staller und Stötzke lächeln sich an. Ja, so haben wir uns jetzt alle gefreut und handeln ab. Ja, das war schön, dass wir uns kennengelernt haben. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, das wäre toll. Wiederschauen. Lächelnd folgt Staller Hubert. Wiederschauen. Im Revier. Girwitz kommt in den Vorraum. Er trägt seine Pilotenbrille. Sonja sitzt am Schreibtisch. Riedel lehnt essend am Fenster. Morgen. Morgen. Ja, morgen. Wo haben sich Hubert und Staller schon gemeldet? Hubert hat gerade angerufen, die wurden von der Leiche aufgehalten. Wie machen die das? Sie finden doch auch nie eine Leiche. Wer ist es diesmal? Ein Frank Jeckel. Jeckel? Er nimmt die Brille ab. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Eine Ampel schaltet auf grün. Auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens dreht Hubert sich nach hinten. Abwesend grinst Staller am Steuer vor sich hin. Hansi, bitte hör mit dem blöden Grinsen auf. Grinse gar nicht. Mir geht's gut. Ach, alles klar. Gabi Stötzke, oder? Hansi, ich will dir wirklich nicht einen Spaß verderben. Aber eine Frau, die mit 50 Katzen zusammenwohnt, mit der stimmt was nicht. Die ist halt einsam. Ja, dann lass sie einsam. Er zückt sein Handy. Hallo? Ah, der Kiewitz persönlich, schön. Wie? Was soll man? Die Ampel wird rot. Na, das geht nicht. Das können wir nicht. Er lässt das Handy sinken. Was will er? Ah, der Kiewitz, der spinnt. Wir sollen zu der Frau von dem toten Tabakhändler hinfahren und seine Zigarren besorgen. Okay, die weiß doch gar nicht mehr, wo der verstorbene Mann das Zeug sie hat. Ich glaube, das ist das kleinste Problem, Hans. Ich fahre jetzt erst einmal Kaffee trinken. Die Ampel wechselt auf grün. Hinter dem Streifenwagen eine lange Autoschlange. In der Bäckerei Rattlinger. Die junge Aushilfe Tina zu einer dunkelblonden Kundin. Und 63 Cent zurück. Dank, Chef. Und die Bestellung geht dann auf den Namen? Jeckel. Mit E? Nein, ohne. Also Jekyll. Nein, hinten ohne E und vorne mit Umlaut A. A-E. Wie Äpfel mit zwei Strich drauf. Das ist die Aushilfe. Jekyll dreht sich um. Sie sind Frau Jekyll? Ja, warum? Steh im Halteverbot. Nein. Sind Sie zufällig verwandt mit dem Frank Jekyll aus dem Zigarrenladen? Ja, das ist mein Mann. Warum? Was ist mit ihm? Ihr Mann? Ja, also im Halteverbot steht er nicht. Das ist schon mal das Positive. Ja, was ist denn los? Hat er einen Unfall gehabt? Unfall kann man das jetzt nicht nennen. Also, Hupsi, jetzt sag halt du auch mal was. Unfall hat er keinen gehabt, nein. Aber, Hupsi, aber? Der starrt Jeckel an. Die Bestellung vielleicht halbieren bei der Aushilfe. Die Polizisten senken die Köpfe. Auf der Terrasse der Bäckerei kippt Jeckel ein Fläschchen Schnaps. Auf dem Tisch stehen ein leeres und zwei ungeöffnete Fläschchen. Vor Hubert und Staller sind Kaffeetassen. Wenn ich es Ihnen doch sag, mein Mann hatte keine Feinde. Im Gegenteil. Die Zigarrenlounge, die war hier in der Gegend jedem ein Begriff. Und niemand musste mehr nach München fahren, um Sondereditionen oder Limitadas zum Kaufen. Was sind Limitadas? Zigarren. Das sind limitierte Zigarren, die nicht jeder Händler kriegt. Die einzige, mit der er sie ab und zu angelegt hat, das war unsere Nachbarin, diese Katzenfrau. Die Stürzke? Keine Ahnung, wie die heißt. Ich weiß nur, dass sie vor 3 Jahren der Mann abgehauen ist. Ist wohl plötzlich schwul geworden. Und dann hat's eine verbildete Katze aufgenommen. Und dann hat's noch eine aufgenommen und noch eine und noch eine. Und bei wie vielen sie mittlerweile ist, das weiß ich auch nicht. Sie steckt sich einen Zigarillo in den Mund und verzieht das Gesicht. Der Frank hat sich immer furchtbar aufgeregt, wenn diese Scheißviecher in der Lounge waren. Aber die Alte, die war ja so durchgeknallt, mit der hat man überhaupt nicht reden können. Wenn diese Viecher wenigstens die Rattenplage eingedämmt hätten. Wo waren Sie eigentlich gestern Abend zwischen 19 und 23 Uhr? Zu Hause. Kann das wer bezeugen? Mein Mann war bis um 8:30 da. Na gut, der ist als Zeuge eher schlecht. Der Frank hat gegen 8 Uhr auf seinem Handy telefoniert. Und dann hat er gesagt, dass er noch mal weg muss. Und dann ist er gegen 8:30 weg. Wo wollte er denn hin? Das Geschäft nehme ich an. Und das war für Sie nicht komisch, dass der nicht heimgekommen ist? Ich lege mich jeden Abend mit einer Schlaftablette um 10 ins Bett. Das ist auch eine Form der Zweisamkeit. Sie haben irgendwas von einem Handy erzählt. Wir haben aber kein Handy bei Ihrem Mann gefunden. Das kennen sie auch nicht. Das hat er doch am vergessen. Jeckel hebt eine Handtasche vom Boden. Daraus holt sie das Handy und reicht es Hubert. Ich wollte es ihm gerade bringen.
Kommt, Frau Jäckel, jetzt trinkt man noch einen Schnaps. Ja, trinkt's noch einen Schnaps. Er hebt das Handy ans Ohr. Rathaus Wolfratshausen, Büro des Staatsratsvorsitzenden Sandinger. Hackel, guten Tag. Hoppala. Hubert legt auf. Was? Prost. Hubert und Staller vor Gerwitz Schreibtisch. Sag mal, Staller, drehen Sie jetzt völlig durch? Sag ich ihm jeden Tag. Wie kommen Sie darauf, dass der Sandinger was mit dem Mord zu tun hat? Weil der Jäckel kurz vor seinem Exitus nur mit ihm telefoniert hat. Was soll das schon heißen? Man telefoniert doch ständig mit Menschen, nicht? Ja, aber deswegen stirbt der Kunde am nächsten Tag. Der Jäckel ist sein Zigarrenlieferant, hä? Vielleicht hat er einfach nur ein paar Zigarren bestellt. Gestern war Montag. Ja und? Ruhetag. Ach, wissen Sie, wie viel Geld er bei dem umsetzt? Das ist sein bester Kunde, da kann man auch schon mal am Ruhetag anrufen. Das ist natürlich sein einziges Laster. Ja, wenn ich mir die Strafzettelsammlung anschaue. Ich warne Sie, Staller, hä? Der Sandinger ist ein integrer Politiker, hm? Wenn mir jetzt kurz vor seinem Geburtstag wieder diese Klagen und Beleidigungen kommen, nicht? Apropos Geburtstag, wo ist das Geburtstagsgeschenk? Damit können wir die Frau nicht belästigen. Ja, der einzige Mitarbeiter ist auf die Bahamas, da ist zurzeit richtig schön. Ja, da sind wir schön, Hans. Und was mache ich jetzt mit Sandingers Geburtstag? Im Lottoladen gibt's auch welche, wenn man die Ski einpackt. Im Lottoladen gibt's nur Sondermüll. Ich brauche was Besonderes. Ja, da kriegt er heute mal nichts zum Geburtstag. Also, gehen Sie mir aus den Augen, Sie sind zu nichts zu gebrauchen. Schicken Sie mir den Riegel rein. Abrupt steht Staller auf und geht. Im Streifenwagen hantiert Riedel mit einem Navigationsgerät und einer Halterung. Scheiße. Die Ermittler nähern sich der offenen Beifahrertür. Riedel, was machst du da? Ich soll für Gewitz aus München Zigarren holen. Ja, aber nicht mit unserem Auto. Ja, aber mit dem Radl ist schon ein bisschen weit, oder? Sagt das der Gewitz. Nein, das sag ich. Schau mal, was ist das da? Bahnhof? Richtig. Was meinst du, wie schnell du mit der S-Bahn in München drin bist, ohne Stau? Parkplatz findest du sowieso keinen. Ja, aber ich hab doch jetzt extra das Navi besorgt. Da fragt man sich durch. Hubert und Staller fahren los. Mürrisch schaut Riedel ihnen nach und läuft mit dem Navi in der Hand auf den Bahnhof zu. In der Pathologie liegt der Tote auf dem Seziertisch. Anja steht am Kopfende. Zu Hubert und Staller. Es muss zum Gerangel gekommen sein. Vermutlich hat er sich dabei den Kopf gestoßen. Das wird zumindest die erste Verletzung erklären. Benommen wie er war, hat er sich dann zum Sessel geschleppt, wo ihm anschließend mit diesem Aschenbecher die tödliche Verletzung zugefügt worden ist. Todeszeitpunkt zwischen 22 und 23 Uhr. Ja, dann war er schon tot. Bevor ihm der Mörder die Zigarren in den Mund eingeschoben hat. Ja, vielleicht hat er mal ein symbolisches Mal gestopft. Ja, weil er so viel Blödsinn geredet hat, oder? Auf dem Aschenbecher Fingerabdrücke? Ja, die vom Hupsi. Aha, wo warst denn du gestern zwischen 22 und 23 Uhr? Spinnst du? Ich habe aber das hier für euch. In einer Klarsichttüte? Zigarren mit Bauchbinde. Ja, schau's gleich mal nach, was das für welche sind. Warum? Ja, vielleicht ist ja die gleiche wie vom Sandinger. Du kannst nicht für alles einen Sandinger verantwortlich machen. Was habt ihr mit dem Sandinger? Nix. Hast du vielleicht was mit dem Sandinger? Eine Rathauskonferenz. Die Teilnehmer rauchen Zigarren. Also ehrlich gesagt, da müssen wir noch mal ran. Das geht noch viel knackiger. Auf einem Plakat? Tradition und Gastlichkeit. Damit lockt man doch heute keinen Hund mehr vor die Tür. Der Tourist, der zu uns kommt, der will Spaß haben. Der will irgendwas Außergewöhnliches. Einen schönen Mord zum Beispiel. Wie kommen Sie denn hier rein? Frau Hackel? Die ist am Klo. Ja, und dann kommen Sie einfach hier so durchmarschiert. Moment, Sie kenne ich doch? Dumme Gesichter vergesse ich nämlich nie. Der Mann hat weißes Haar. Das Geschwindigkeitsticket. Was habe ich denn diesmal verbrochen? Überschreitung der Höchstparkdauer? Frank Jäckel, kennst du den? Der Jäckel? Das ist der Inhaber vom Smoke. Jetzt nimmer. Dem haben sie einen Schädel eingeschlagen. Sandinger blinzelt. Ja, das ist sehr bedauerlich. Lassen Sie sich von der Frau Hackel einen Termin geben. Jawohl, das machen wir. Upsi. Ich glaube, den Herrn Sandinger müssen wir mit dem Streifenwagen abholen. Ach so, weil er sonst wieder zu schnell fährt. Ja, vielleicht fährt er jemand zusammen auf der Straße oder er gefährdet gar sich selbst. Um Gottes Willen, haben wir keinen Hauptverdächtigen mehr. Bitte? Ja, das sind Sie nämlich. Weil Sie haben doch noch als letztes mit dem Jäckel telefoniert. Sandinger rauchend am Schreibtisch. Der Jäckel war der beste Zigarrenhändler im Umkreis. Ach, was sag ich. Selbst die Münchner Läden kamen da nicht mit. Ein Aficionado durch und durch. Vor zwei Tagen hat er mich dann angerufen und gesagt, dass er eine ganz besondere Zigarre für mich aufgetrieben hat. Das war nämlich sein Motto. Außergewöhnliche Ware für außergewöhnliche Kunden. Ja, außergewöhnliches Motto. Sandinger zwinkert Hubert zu. Um ungestört zu sein, wollten wir uns zu einer Verköstigung an seinem Ruhetag im Smoke treffen. Wann? Gegen 10. Um kurz nach 8 hat er dann aber angerufen und mich darum gebeten, das Treffen um ein paar Tage zu verschieben. Wollte ihn vielleicht sowas anbieten? Er gibt ihm die Klarsichttüte. Das waren nämlich die Zigarren, die der Mörder dem Jäckel ins Maul gestopft hat. Mhm.
Sandinger mustert die Polizisten. Jetzt warten Sie mal. Sie glauben noch nicht, dass ich... Doch, warum nicht? Haben Sie ein Alibi? Also, das ist doch... Er wirft die Tüte hin. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie hier reden? Ja, von jemand, der glaubt, dass er was Besseres ist. Ja, wir haben gesehen, das Auto auf die Stadt fahren und dann rumjammern, wenn es 50 Euro kostet. Wissen Sie, Sie können mir gerne noch eine Ordnungswidrigkeit aufbrummen, aber das hier, ja? Rauchen in öffentlichen Gebäuden kostet 40 Euro, Bürschel. Die hat schon genug, wo der Ochs die Kloppen hat. Staller geht. Ein Ochs hat in dem Sinn eigentlich keine Glocken. Aber bei Rindviechern... Frakel! Sagt man's so. Sandinger fixiert Hubert und zieht an seiner Zigarre. Der Streifenwagen auf einer Landstraße. Staller schlägt aufs Lenkrad. Ah! Ja, das ist ein solches Ekelpaket, der Sandinger, das glaubst du nicht. Na doch, ich glaub's, aber das Lenkrad kann nichts dafür. Ja, manchmal muss man auch seine Gefühle rauslassen, auch die negativen. Das gelingt dir vorzüglich, Hans. Der schürzt die Lippen. Der Wagen fährt zwischen hochbewachsenen grünen Feldern entlang. Im Dienstzimmer scrollt sich Hubert am PC durch Fotos von Zigarren. Staller schnuppert an der im Smoke eingesteckten Zigarre. Oh, Wahnsinn. Das ist der 10. Online-Händler. Die blöde Zigarren, die gibt's nirgends. Er mustert Staller. Vielleicht zündest du es einmal an, Hans. Na, da muss man erst einmal den Kaltduft in sich aufnehmen. Aha. Oh, riecht das gut. Fast so ein bisschen schokoladig. Ja, vielleicht ist es Schokolade. Riech halt selber. Brauche ich nicht. Zigarren riecht nach Zigarren. Gewitz kommt. Was haben Sie sich dabei gedacht, hä? Wer hat sich was wobei gedacht? Werden Sie bloß nicht frech. Was habe ich gesagt? Beim Sandinger ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Und Sie? Bürschchen, ich zeig dir noch, wo der Ochs die Glocken hat. Wer war das? Ich? Aber ich hab da nicht Bürschchen gesagt. Sondern? Bürschel. Und Sie haben ihn Rindvieh genannt. Wie kommen Sie dazu? Ja, wen er eins ist. Dieser Mann ist ein Visionär, der will aus Wolfratshausen eine Touristenhochburg machen. Und Sie? Was machen Sie? Jetzt gehen Sie endlich ans Telefon, verdammt! Hubert, Polizei Wolfratshausen, grüß Gott. Was? Na, nicht schon wieder. Was nicht schon wieder? Na, die blöde Katze hockt schon wieder am Baum drum. Was? Eine herzkranke Katze? Er steht auf. Können wir unmöglich da hocken lassen. Sie veralbern mich doch, hä? Das ist doch Sache der Feuerwehr. Gottes Willen, bis die vor Ort sind. Da hat er dir längst ein Herzinfarkt. Aber Sie können doch nicht... Mit offenem Mund dreht sich Girwitz nach rechts und links. Meine Autorität, da muss ich noch mal ran. Vom Bahnhof nähert sich Riedel dem Revier, in der Hand eine Schachtel mit Schleife. Hubert und Staller kommen auf den Parkplatz. Das hat jetzt aber nicht gestimmt mit der Katze, oder? Die Scheißvieh hockt schon wieder am Baum drum. Was? Nein, ich steig da nicht nochmal hinauf. Und, was? S-Bahn fahren schön? Mhm, toll. Riedel, du hast einen Einsatz. Na, ich muss die Zigarren am Girwitz bringen. Nix, sofort, Rettungseinsatz. Auf geht's, einsteigen. Hubert öffnet Riedel die Hintertür vom Streifenwagen und steigt auf der Beifahrerseite ein. Im Apfelbaum hockt Final auf der Plattform. Okay, Riedel, jetzt schnapp dir die Katze und komm runter. Der kann das, keine Sorge, Frau Stützke. Die sieht Staller an. Gabi. Hansi. Er lächelt. Upsi. Eine Katze, die auf ein bestimmtes Wort konditioniert ist, so ein Schmarrn. Du hast es doch selber gesehen. Außerdem kennt sie ihr Katz besser als wir du. Beim Hund, da kannst du sagen, außer der Pfui, aber doch nicht bei der Katz. Ja, dann sag mir doch mal, Leiter. Riedel stürzt. Okay, was machst du denn? Staller befreit das Tier unter dem Kollegen. Vorsichtig trägt er es zu Stützke. Wohlbehalten und unversehrt. Vielen Dank. Sie nimmt die Katze entgegen. Mit deinem Kollegen ist doch hoffentlich nichts passiert. Nein, nein, der hat nichts. Hubert schaut von Stötzke zu Staller. Gut, ich geh schon mal vor zum Streifenwagen. Stötzke tritt an Staller heran. Sie ist Mitte 40 und hat blaue Augen. Ja, sehr unverschämt, wenn ich dich zum Dank auf ein Glas Wein einladen würde. Normalerweise mache ich sowas nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, nein, also komm ich gern. Nach Dienstschluss. Ausgemacht. Sie lächeln sich an. Also bis dann. Stötzke entfernt sich mit ihrer Katze. Auf dem Rasen stützt sich Riedel mühsam auf. Servus. Hallo? Er zieht die demolierte Schachtel hervor, im Vorraum. Können Sie mir verraten, wo ich jetzt auf die Schnelle eine Kiste Zigarren herkriegen soll, Sie Trampel? Riedels Bein ist geschient. Hast du schon was über die Stötzke rausgefunden? Ich bin dran, eins nach dem anderen. Was wollt denn ihr von der Frau Stötzke? Überprüfen. Warum? Darum? Im Dienstzimmer lehnt Hubert mit einer Akte am Tresen. Staller sitzt am Schreibtisch. Hupsi, ich weiß nicht, ich
kann mich halt überhaupt nicht konzentrieren. Echt? Also ich bin fit, ich glaube, ich arbeite heute mal richtig was weg. Hättest du was dagegen? Nein, nein, nein. Staller nimmt sich seine Lederjacke von der Stuhllehne. Hansi? Was? Ah, nix. Hubert klappt die Akte zu. Lächelnd verlässt Staller das Dienstzimmer. Stötzke öffnet ihre Haustür. Daran baumelt eine Stoffkatze. Davor steht Staller mit einem Blumenstrauß. Ich find, glaube ich, ein bisschen früh. Ich hab die Katzen gerade ins Bett gebracht. Schmarrn, ich hab sie ins Spielzimmer gesperrt. Ja, gemeiner. Sie hält ihm die Tür auf. Grinsend tritt Staller ein. Im Wohnzimmer stoßen sie mit Rotwein an und trinken. Auf dem Sofa liegen Kissen mit Katzenbildern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erniedrigend das für eine Frau ist. Wenn der Ehemann, also wenn er, wenn Männer auf einmal eine besondere Rolle in seinem Leben spielen. Ja, das ist halt eine Laune der Natur. Meine Tante, die hat einmal einen Dackel gehabt, der ist bloß bei den Rüden aufgeritten. Die haben alles probiert, Tiertrainer, Psychologe. Nach so einer Erfahrung dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man sich einem Mann wieder öffnet. Irgendwann ist er dann abgehauen, also der Hund. 3 Jahre. Wer ist 3 Jahre? 3 Jahre ist es her, dass ich mit keinem Mann mehr. Unruhig bewegt Staller die Augen. Angestoßen hab. Also, dann Prost. Staller erhebt das Glas. Prost. Stötzke leert ihres in einem Zug. Staller beobachtet sie. Stötzke zieht eine Haarspange heraus, die ihr langes Stirnhaar zur Seite hält. Wärst du arg überrascht, wenn ich dir sage, dass meine Zeit mit dem heutigen Abend gekommen ist? Stötzke schüttelt ihre langen Haare und schiebt Staller die Polizeimütze aus der Stirn. Warum machst du das nicht bequem? Sie stupst ihn an die Brust. Staller lässt sich aufs Sofa sinken. Draußen kommt Jeckel von der Straße zur Hintertür des Smoke. Im Wohnzimmer wirft Stötzke ihre Haare zurück. Sie klettert auf Stallers Schoß und beugt sich vor. Steif lächelt er sie an. Findest du mein Verhalten billig? Nein, aber du hockst, glaube ich, auf meinem Portemonnaie. Draußen nimmt Jeckel einen Aschenbecher vom Terrassentisch und schließt die Hintertür auf. Stötzke beugt sich zu Stallers Lippen. Halt, halt, halt. Der hebt die Hand zu seinem Mund. Katzenhaar. Lässt sich leider nicht vermeiden. Da riecht es überhaupt ein bisschen sehr nach Katze, der Herrin. Stötzke riecht an ihrem Kleiderärmel. Mach mal das Fenster auf. Bin gleich wieder da. Sie steigt von Stallers Schoß und entfernt sich. Grinsend schaut er ihr nach und setzt sich auf. Sie kippt ein Fenster. Ihr Gesicht verfinstert sich. Ein Blonder betritt durch die Hintertür das Smoke. Stötzke schließt die Vorhänge und dreht sich zu Staller um. Du, ich geh mir schnell mich frisch machen. Lauf mir nicht weg. Er nickt, betrachtet seine Hände und wischt sie an der Hose ab. Dann leert er zügig sein Weinglas. Der Polizist schaut umher, geht zum Fenster und späht durch die Vorhänge. Auf einem Terrassensofa kuschelt sich Jeckel an den Blonden. Sie schaut zu ihm auf und küsst ihn leidenschaftlich. Das ist immer interessant. Schau. Staller dreht sich um. Stötzke trägt enge schwarze Latexkleidung, eine Maske, Katzenohren und High Heels. Sie hält eine Peitsche. Hast du zufällig ein Auto? Auto? Wo bist denn du hin? Das sagt der Kater, wenn er wieder da ist. Ein grüner Golf Cabrio folgt einem grauen Kleintransporter. Am Steuer des Golf sitzt Staller. Angespannt presst er Daumen und Zeigefinger an den Mund. Auf der Heckscheibe des Transporters klebt das Logo von Stubenmeier Druck. Der Wagen biegt links ab. Auf einem Waldweg parkt der Transporter. Der Golf rollt langsam vorbei. Staller späht aus dem offenen Fenster zu Stubenmeier, dem Blonden, der Sandinger in Joggingkleidung eine Schachtel überreicht. Der Stadtrat joggt los. In Schritttempo fährt Staller in einen Privatweg hinein. Der Golf
bleibt stehen. Staller dreht am Zündschlüssel. Bitte schön. Prüfend sieht er über die Schulter in Richtung Waldweg. Er holt sein Handy hervor. Das Display ist schwarz. Staller drückt darauf, es bleibt schwarz. Ah, Herrschaft. Batterie leer. Er schlägt auf das Lenkrad. Grüne Felder liegen unten in der Sonne. Am Horizont erheben sich die Alpen. Der Streifenwagen parkt vor dem Revier. Im Dienstzimmer lehnt Staller mit geschlossenen Augen in seinem Schreibtischsessel. Hubert tritt ein und legt seine Jacke auf dem Tresen ab. Er baut sich neben Staller auf und klatscht mit ausgestreckten Armen in die Hände. Staller wacht auf. Hast du eine schwere Nacht gehabt? Ja, furchtbar. Wieso? Ja, gewittert hat sie in der Scheune übernachtet. Hubert nimmt sich Stallers Handy vom Tisch. Wo bleibst du denn, mein Katerchen? Die Gabi, die hat sich Sorgen gemacht. Woher hat die überhaupt meine Nummer? So, dann habt ihr in der Scheune übernachtet. Nein, der Scheißkorn ist mir verreckt. Was denn für ein Scheißkorn? Ja, das Auto von der Gabi. Mit dem habe ich nämlich den Liebhaber von der Jäckel verfolgt. Die Jäckel hat einen Liebhaber? Stummer Eindruck. Um Gottes Willen. Wieso? Bei dem habe ich meine Hochzeitskarten drucken lassen. Ja, der hat sie mit dem Sandinger im Wald getroffen und hat ihm so ein Backel übergeben. Gabi, ich habe gar nicht gewusst, dass du meine Nummer hast. Ja, nein. Alles blöd. Dein Auto ist mir stäbel im. Ja, gut. Ich weiß nicht, wann ich Dienstschluss hab, aber servus, Bussi. Die Ermittler bei Stubenmeier in der Druckerei. Freilich geh nicht die Mona Jäckel. Der Frank und ich, wir waren ja schon als Kinder beieinander. Ja, Kain und Abel waren auch schon als Kinder beieinander. Das ist ganz schlecht ausgegangen. Aber ist wurscht. Uns interessiert vielmehr die Frau Jäckel. Ich hab sie gestern beide im Smoke gesehen. Ich muss ja gar nicht sagen, oder? Stubenmeier wendet den Blick ab. Ich hab halt was mit ihrer seit einem Dreivierteljahr. Und hat das der Frank gewusst? Der war aber in Kuba. Wissen Sie, wie oft der im Jahr dann übergeflogen ist? Da lebst wie ein König mit den Kubanerinnen. Mhm. Und das war der Mona aber wurscht, oder? Na eben nicht. Aber einer muss sich um sie kümmern, oder? Das nenne ich wahre Freundschaft. Hallo? Ins Handy. Servus, Gabi. Na, jetzt ist gerade ein bisschen schlecht. Ja, jetzt ist gerade sehr schlecht. Ich melde mich später noch mal. Bussi. Entschuldigung. Wahnsinn vorgestern auf Nacht zwischen 10 und 11. Da, Herrin. Staller. Ich habe ein Layout gemacht. Hebt ein Plakat. Für den Sandinger, oder? Den haben sie dann im Wald getroffen. Was haben sie denn da für ein Backel dabei gehabt? Ich hab dem Sandinger heute ein Backel Zigarren vorbeibracht. Und? Was waren das für Zigarren? Bin ich Zigarrentantler oder was? Hubert drückt einen Knopf an einer Maschine. Schnell schaltet Stubenmeier sie ab. In seinem Büro riecht Sandinger genussvoll an zwei Zigarren. Er streckt die Zunge heraus und will an einer lecken. Hubert und Staller kommen herein. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Und zwar langweilig, da wollten wir Sie ein bisschen was fragen. Sie setzen sich. Aber da kommen Sie einfach so unangemeldet hier rein. Frau Hackel? Die ist gar nicht da. Sandinger lässt die Zigarren auf den Schreibtisch fallen. Hat Polizeirat Gierwitz nicht mit Ihnen gesprochen? Doch. Hat er? Wo waren Sie gestern Abend um 9? Wurde noch jemand umgebracht? Einfach antworten. Ich war joggen. Mit einem jungen Mann, gell? Sandinger zieht an einer brennenden Zigarre. Lassen Sie mich etwa beschatten? Vielleicht. Der Stubenmeier hat in einer Kiste Zigarren gebracht. Und? Die ist sie bei ihrem Bestellung. Und was ist daran so verwerflich? Okay, eine Kiste Zigarren im Wald. Da darf ich nicht einmal rein. Da hockt man sich gemeinsam auf eine Terrasse und zieht einmal eine durch. Der Stubenmeier gehört sicherlich nicht zu den Leuten, mit denen ich meine Zigarren teile. Oh, schade. Können wir die Zigarren vielleicht einmal sehen? Wieso? Einfach so? Der Stadtrat lehnt sich vor. Ohne einen Durchsuchungsbeschluss, meine Herren, werden Sie das Innere meines Humidors nie zu Gesicht bekommen. Auf Wiedersehen. Im Streifenwagen tippt Hubert in sein Handy. Der lügt doch. Wer? Der Sandinger. Ja, der Stubenmeier genauso. Man trifft sich da bloß im Wald, wenn man irgendwelche Heimlichkeiten hat. Ja, oder wenn man zum Schwammerl suchen geht. Staller zückt sein Handy. Hubert nimmt es ihm weg. War Stürzke, oder? Was? Was druckst du denn die einfach weg? Das geht doch nicht. Du siehst doch, dass das geht. Ja, und wenn es dringend ist? Ja, dann ruft's nochmal an. Er hebt sein Handy ans Ohr. Ja, Sonja. Was? Echt? Okay. So, die Sonja hat die Geschäftsunterlagen vom Jäckel durchgeschaut. Ja, und?
Also, ich hab nicht gewusst, dass man mit legalen Rauchwaren so viel Geld verdienen kann. Okay, was sind denn illegale Rauchwaren? Okay, Hansi. Legalize it. Im Smoke liest Jeckel einen Kontoauszug. Mit offenem Mund dreht sie sich zu den Ermittlern um. 275.000. Woher hatte mein Mann so viel Geld? Ja, das wäre echt mal interessant. Ich hab noch nicht mehr gewusst, dass der ein Konto in der Schweiz hat. Aber sie haben gewusst, dass sie alles erben. Ich hab meinen Mann nicht umgebracht. Und schon gar nicht wegen Geld. Vielleicht wegen einem Herrn Stubenmeier? Wie kämen Sie da drauf, dass der Werner und ich... Frau Jeckel, wir wissen das. Der Frank hat sie völlig abkapselt. Kuba hier und Domrep da und dann der Laden immer bis spät in Nacht. Ich hab mich einfach einsam gefühlt. Das ist natürlich das Einfachste, man schnappt sich gleich den Fremdfamilie-Mann. Was hat denn der Ehemann dazu gesagt? Ja, der Mann war natürlich wütend, als er das von Werner und mir mitgekriegt hat. Aber seit langem habe ich endlich mal wieder das Gefühl gehabt, dass ich ihm nicht gleichgültig bin. Lächelnd nickt Staller. Die Beamten stehen hinter dem Haus. Der Stubenmeier und der Jeckel haben gestritten. Es ging um die Frau Jeckel. Ja, und dann hat der Stubenmeier dem Jeckel mit dem Aschenbecher eine drüber gezogen. Ja, aber wie willst du das beweisen? Und warum hat der Stubenmeier dem Jeckel da die Zigarre ins Maul rein? Und man hat der einen solchen Hass gehabt? Hubert hebt die Brauen. Staller dreht sich um. Gabi? Langsam wird die Gabi böse. Was? Man drückt Freunde nicht weg, kann sie. Das ist respektlos. Entschuldige, aber ich glaube, das war der Hupsi. Was? Schäm dich, Hupsi, sich derart in sein Leben einzumischen. Okay, ich schäme mich. War die dumme Gabi ganz umsonst böse auf den Namen Hansi? Dessen Brauen zucken. Ich mach's wieder gut. Heute Abend feiern wir eine große Versöhnung. Ich weiß nicht, heute Abend... Er schaut zu Hubert. Du kommst doch. Oder willst du, dass deine Gabi wieder böse wird? Nein, bitte, nicht böse werden. Nein, so. Bis später. Sie krümmt drei Finger zu Krallen und entfernt sich. Ernst dreht Staller sich um. Ja, was sie denn sagen sollen? Hubert? Der Streifenwagen fährt an einem Getreidefeld vorbei. Warum gibt's die Drecksziegern nirgends? Ja, vielleicht gibt's ja die ganze Firma schon immer. Eine Pleite. Oh, das ist irgendein winziger Familienbetrieb im Dschungel. Ja, du meinst in Kuba? Da wollte ich immer schon mal hin. Man kann mir schon vorstellen, warum. Nein, nicht wegen der Frauen. Wegen der bunten Autos? Wegen einem Rum. Hubert klappt den Mund zu. In seiner Werkstatt hält Yassid eine rote Frontleuchte an ein halb abgedecktes Sportauto. Der Streifenwagen kommt durchs Tor gefahren. Servus. Yassid verbirgt die Leuchte hinterm Rücken. Ihr seid bestimmt an so einem Sportwagen interessiert, so wie ich euch kenne, oder? Ja, lass mich raten, hat eine alte Frau gehört, wenig Kilometer, und ist nur in der Garage gestanden. Woher weißt du jetzt das? Oh. Ja, vielleicht was für einen Hansi. Stimmt, das war was für dich. Da kannst du die Fenster runterlassen, weißt, Ellbogen raus, Musik auf dran und dann in Wolfratshausen ein bisschen am Kreisel fahren, da kriegst du vielleicht auch mal eine ab. Er gestikuliert mit der Leuchte und versteckt sie wieder. Kennst du dich mit so Zigarren aus? Zigarren? Braucht jetzt ja welche, oder was? Wieso, wie ja auch welche? Ja, weil der Gierwitz schon da war und wollte irgendwie von mir teure kubanische Zigarren. Aber ich fahre Nachmittag eh zum Lieferanten. Ja, dann fragst du deinen Lieferanten gleich mal, ob er die Zigarren da kennt. Er zeigt die Tüte. Das kann ich schon machen und schauen, was geht. Aber wie gesagt, eben erst heute Nachmittag. Was hat denn die vorher für eine Farbe gehabt? Der vorher war gar keine Farbe. Also farblos war der. Nickend schaut Yassid vom Sportwagen zu den Beamten. Am Ufer des Starnberger Sees sitzen Hubert und Staller auf dem Sockel eines kleinen Leuchtturms. Die Sonne scheint ihnen ins Gesicht. Es wird halt für mich langsam mehr Zeit für was Festes. Aber was meinst du jetzt? Ja, ich rede von Frauen. Ah. Die beiden schauen vor sich hin. Ausschauen tut sie eigentlich gar nicht schlecht. Wer jetzt? Ja, die Gabi. Ach so, ja, aber Aussehen ist vergänglich. Was auf dem Charakter, da kommt's an. Ja, sie hat ja eigentlich auch was Liebes. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja. Manchmal kann man sich vielleicht auch gar nicht so aussuchen. Das ist richtig, Hans. Wenn ich jetzt ehrlich bin, bin ich doch vielleicht ein bisschen verunsichert. Ja, also manchmal da sollte man auf den Bauch hören. Hubert verschränkt die Arme. Ich glaube, du hast recht, Hupsi. Der Blick gleitet über ihre Köpfe hinweg auf den ruhigen See. Die Ermittler bei Yassid auf dem Sofa.
Der sitzt im Sessel und präsentiert ihnen eine Zigarre. Jetzt passt mal auf. Diese Zigarre hat der Che Guevara dem Castro wahrscheinlich kurz vor der Machtergreifung geschenkt. Was für eine Machtergreifung? Kuba, Hans. Richtig, Upsi. Und deshalb nennt man so eine Zigarre seitdem auch Vintage-Zigarre. Was kostet sowas? Jetzt haltet euch fest, da kostet das Stück 1000 Euro. Was, eine? Ja. Leg mich doch am Arsch. Du, und was ist mit unserer? Dahingegen vermutet mein Lieferant, dass es sich nicht um die Überreste einer 1000-Euro-Zigarre handelt. Die hat zwar dieselbe Bauchbinde, ist aber anders Papier. Wenn man es genau wissen will, müssen die Medical Detectives ran. Ne? Die Anja halt. Ja, ihr könnt es aber auch selber probieren. Da besorgt euch einfach nur mal so eine Fälschung und dann raucht es ein bisschen und dann schmeckt schon den Unterschied. Gut, dann nehmen wir die gleich mal mit. Wenn ihr 1000 Euro dabei habt, gern. Hast du eigentlich einen Fahrzeugschein für den Kübel da? Wieso? Ah, der leitende Oberstaatsanwalt, der sucht schon lange so ein Auto. Da müsste ich jetzt suchen. Das dauert ein bisschen. Aber ihr könnt ja schon mal die Zigarren mitnehmen, auch die vom Herrn Kierwitz. Und dann verrechnen wir das schon irgendwie. Und wegen des Fahrzeugscheines, da würde ich mich gegebenenfalls noch mal bei euch melden. Genau. Im Streifenwagen. So, jetzt nehmen wir mal an, der Jäckel, der fälscht zu Zigarren, damit er endlich einmal gescheit Geld verdient. Ja, dazu braucht er einen Stubenmeier, weil der ihm die Bauchbindenaufkleber druckt. Ja, jetzt fängt aber die Mona Jäckel was mit dem Stubenmeier an, was ihrem Mann gar nicht gefällt. Ja, da greift der Stubenmeier zum Aschenbecher und patsch. Oder der Sandinger hat dem Jäckel den Aschenbecher über den Schädel gehauen. Wieso das? Ja, weil er sich geärgert hat, weil der ihm falsche Zigarren verkauft hat. Ja, das nutzt nichts, wir müssen zum Humidor vom Sandinger. Staller zieht das Handy aus der Brusttasche seiner Jacke. Mit dem Daumen tippt er aufs Display. Grüß Gott, Polizeiwolf Ratzhausen, Riedl, Vorzimmer Gierwitz. Der Polizeirat lässt ausrichten, er möchte den Herrn Sandinger sofort im Golfclub treffen. Ja, es ist dringend. Wiederhören. Am Marienplatz lehnen die Ermittler am Brunnen und beobachten den Rathauseingang gegenüber. Sandinger kommt heraus und steigt in einen schwarzen Porsche. Er prescht davon. Hubert schaut zu seinem Kollegen, der Richtung Eingang nickt. Im Rathaus. Eine braunhaarige. Aber Herr Sandinger trifft sich doch schon mit dem Herrn Gierwitz. Ja, das stimmt. Und danach trifft er sich mit uns. Das weiß er noch nicht. Das soll eine Überraschung werden. Psst, nicht weiter sagen. Die Beamten betreten Sandingers Büro und schließen die Tür. So. Wo hat jetzt der seine blöden Zigarren? Ja, du musst nach dem Feuchtteil suchen. Nach was? Wie heißt das jetzt? Humidor. Hubert durchforstet Papiere auf dem Schreibtisch. Aus einem Schrank holt Staller eine Holzkiste und öffnet sie. Darin Zigarren. Die schauen aus, wie die bei mir sieht. Ja, nimm gleich eine Handvoll mit. Auftragsbestätigung für den Stubenmeier. Ui, mein Lieber, das ist ganz schön viel Geld für so einen Mini-Auftrag. Hackel zu einem Korpulenten. Das sind die beiden. Darf ich fragen, was Sie da machen? Ja, ursprünglich haben wir gewartet und jetzt haben wir keine Lust mehr. Ja, wir haben ja nicht ewig Zeit, gell. Sagen Sie mal, Frau Hackel, lassen Sie alles beim Stubenmeier drucken? Nein, eigentlich machen wir alles über ein Unternehmen aus München. Ah, danke. Staller hält die langen Zigarren hinter seinem Rücken und folgt Hubert hinaus. Der Streifenwagen parkt vor dem Revier. Im Gang des Reviers paffen die Ermittler und Riedl Zigarren. Dessen Stirn ist feucht. Und? Habt ihr das Aroma abgespeichert? Ja. Dann kommt nämlich jetzt die vom Yassid. Er holt sie aus seiner Hemdtasche und zündet sie an. Staller reicht sie an Riedl weiter. Der zieht kurz daran und gibt sie schnell Hubert. Ist der wahnsinnig, die ist ja komplett vollgesabbert. Das war er. Was? Du sollst sagen, ob du da einen Unterschied schmeckst. Das riecht doch nach Zigarre im Revier. Sind das meine? Nein, nein, das ist ein Test, ob da welche gefälscht sind. Weil da ist nämlich eine Original-Vintage-Zigarre dabei. Eine was? Vintage, meint er. Sie drei können Zigarillo nicht mal von einer Zigarre unterscheiden und wollen Ihren Test durchziehen. Gehen Sie mal her. Staller reicht ihm die Vintage-Zigarre und aus einem Aschenbecher eine halbgerauchte. Gierwitz wischt die Enden mit einem Stofftaschentuch ab. Er nimmt einen Zug von der Vintage-Zigarre. Anerkennend nickt er. Dann zieht er an der zweiten. Er hebt die Vintage-Zigarre. Die ist alt, die ist neu. Die andere. Die hat schöne verhaltene Aromen und die hat so Anklänge von Ammoniak. Zeichen von Frische. Wo haben Sie die her? Er gibt Staller beide zurück. Und wo sind überhaupt meine?
Yazid hat gesagt, Sie haben meine. Ja, die haben sie im Auto. Im Auto sind sie wahnsinnig, die trocknen doch aus. Nein, das Auto ist feucht. Ist quasi ein natürlicher Humidor. Das ist ja widerlich. Holen Sie sofort raus und nehmen Sie Riedel die Zigarre weg. Ist schon ganz grün im Gesicht. Würgend hält Riedel die Hand vor den Mund. Riedel, wehe, du speibst da im Flur rein. Seit wann fälschen Sie überhaupt so antike Kuba-Zigarren, dass Sie und der Jäckel? Im Verhörraum. Wie kommen Sie denn da drauf? Stubenmeier. Schauen Sie mal hier, alte Bauchbinde, neue Bauchbinde. Schauen ganz ähnlich aus, oder? Ich hab für den Frank nicht umgebracht. Wir haben uns gestritten, ja. Ah, weil der gespannt hat, dass Sie mit seiner Frau was haben. Eifersüchtiger Ehemann, ist irgendwie der Klassiker. Ich hab den Frank nicht umgebracht. Von mir aus, fangen wir nochmal von vorne an, bitte. Vor einem Jahr. Ist der Frank zu mir gekommen und hat diese Idee gehabt mit den gefälschten Zigarren. Er kauft's ein, ich peps mit falschen Bauchbinden und mit die Kisten eben auf und er verkauft's dann wieder. An so eine Kunden eben wie ein Sandinger. Und irgendwann ist er dann gekommen und hat gesagt, er zieht sich von dem Geschäft zurück. Und dann haben Sie gedacht, dass Sie über den Sandinger wenigstens den Druckauftrag von der Stadt Wolfershausen kriegen? Und der Frank hat gemeint, er legt bei ihm ein gutes Wort für mich ein. Aber dann hat er leider das mit der Mona rausgekriegt. Dann war es halt nichts mehr mit dem Sandinger. Na, jetzt hören Sie ruhig weiter. Und ich bin halt dann zu ihm hin und dann wollte ich noch mal mit ihm reden, aber er ist ja gleich handgreiflich geworden. Dann hat er mich geschubst, dann habe ich ihn geschubst, dann hat er sich einen Schädel angeschlagen. Aber er hat sich wieder aufgeregt, ich schwöre. Und ich bin dann abgehauen. Er war aber trotzdem tot. Na, und dann sind sie mit den Zigarren zum Sandinger hin und haben den Druckauftrag gekriegt. Stimmt. Kommt ihr mal. Im Konferenzraum hält sich die Kollegin lächelnd ein Dokument vor die Brust. Ich habe was über die Stötzke gefunden. Sie reicht Hubert das Blatt. Tierschutzverein, Ersuch auf polizeiliche Unterstützung. Was war da? Die hat die Leute vom Tierschutzverein mit dem Küchenmesser bedroht. Echt? Was tut denn der Tierschutzverein bei der Stötzke? Ich meine, die Viecher behandelt sie ja ganz gut, oder? Ja, aber die wollten ihr die Katzen wegnehmen, weil sich eine der Katzen vergiftet hat. Und dafür hat man der Stötzke die Schuld gegeben. Wurde aber später fallen gelassen. Die Frau vom Jäckel hat doch gesagt, dass die da nebendran eine Rattenplage gehabt haben. Dann hat der Jäckel das Gift ausgelegt und dann hat das dummerweise die Katz gefressen. Was sind wir schon, die blöde Katze? Hubert und Staller im Smoke. Ups, mir ist ganz schlecht. Ja, Hansi, bei Frauen bist du einfach. Es hat nichts mehr. Okay, du hast doch dir auch nichts angemerkt. Nach 10 Sekunden habe ich gewusst, dass die Alte einen Vollschatten hat. Staller schaut sich suchend um und geht. Von draußen blickt Stötzke durch die Glastür, auf ihrem Arm Fienerl. Staller kommt vom Büro in eine kleine Küche. Er öffnet ein paar Schranktüren, kniet sich hin und späht in eine Lücke zwischen Küchenzeile und Wand. Er zieht eine Plastikdose mit pinkfarbenem Granulat hervor. Aha, da versteckst du dich. Auf dem Etikett ist eine Ratte. Mit dem Gift kehrt er zurück in den Laden. Hupsi, schau mal, was ich bei den Putzmitteln gefunden habe. Stötzke hält Hubert ein Messer an den Hals. Gabi? Hansi. Hupsi. Hansi. Fienerl streift herum. Nicht bewegen. Aber nicht vor. Es hätte so schön werden können mit uns, Hansi. Aber der ist dieser Stinger, der raucht mehr als mein Schnuckel. Schnuckel? Ist das die Katze, die das Gift da gefressen hat? Er stellt es weg. Er hat ihn vergiftet. Hat behauptet, es wäre ein Unfall gewesen. Aber ich weiß, dass er ihn gehasst hat. Der Schnuckel hat sich's gerne zum Klimaraum gemütlich gemacht. Gabi, manchmal ist alles nicht so, wie man meint. Ich hab nur auf diesen einen Augenblick gewartet. Als dieser Kerl sich mit dem Jäckel gestritten hat und wieder verschwunden ist, bin ich rein zu ihm. Wie ein Heifer Elend ist er vor mir geguckt. Da habe ich den Aschenbecher genommen und ihn für seinen Mord bestraft. Wäre doch bloß an seine Zigarren verreckt. Ja, der hätte aber mindestens 4 Stück davon fressen müssen. Messer weg. Er zieht seine Waffe. Hans, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß schon, was ich da. Das ist nicht sehr nett von dir, Hansi. Man zielt nicht mit einer Pistole auf seine Freundin. Das macht die Gabi nur noch böser. Also, in dem Fall darf ich auf sie hören. Danke, Hupsi. Keine Ursache. Sie sehen sich an. Rasch schnappt sich Staller die Katze. Er richtet die Pistole auf das Tier. Ist sie weg? Oder sie verliert mindestens mal eins von ihren 7 Leben. Aber Hansi, du
liebst doch Katzen und du magst doch die Fienerl. Immer ins Ernst. Blinzelnd sieht Stötzke ihn an. Ihre Lippen beben. Sie wirft das Messer weg. Verräter! Staller setzt Fienerl ab. Jetzt hätte ich das Fienerl erschossen. Nein, dem Hupsi ins Bein geschossen. Spinnst du? Ja, das hab ich mal in einem Film gesehen. Da war nämlich der Hupsi zusammengesackt und durch dem sein Gewicht, da warst du gleich mit umgefallen. Hab jetzt weniger Fernsehen, Hans. Hubert führt Stötzke ab. Im Rathaus umringen Männer in Anzügen Sandinger. Girrwitz in Uniform hält zwei Sektgläser. Und deshalb, lieber Herr Sandinger, ist mir eine besondere Ehre, Ihnen zum Geburtstag. Die Ermittler treten ein. Staller hält eine Zigarrenkiste. Girrwitz, ich dachte, Sie hätten die beiden suspendiert. Ja, wir sind ehrenamtlich da. Wir bringen das Geburtstagsgeschenk vom Herrn Girrwitz. Er überreicht Sandinger die Kiste. Friedensangebot, hä? Machen Sie es zurück auf. Sandinger klappt den Deckel hoch. In der Kiste ein gefaltetes Blatt. Hubert Staller, was soll das? Stubenmeier, kennst du? Dem haben sie doch für ein paar Zigarren den Druckauftrag zugeschanzt. So was nennt man Bestechung? Die Anwesenden tuscheln. Das ist eine infame Unterstellung. Nein, das ist keine Unterstellung, das ist schwarz auf weiß gedruckt. Girrwitz presst die Lippen zusammen. Girrwitz, jetzt machen Sie doch was. Hubert Staller, auch wenn es schwerfällt, gute Arbeit. Er trinkt aus beiden Gläsern. Hubert und Staller. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das war Hubert und Staller. Rauchen ist tödlich von 2017. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Hannes Ringelstädter als Yassid, Bettina Mittendorfer als Stötzke, Frank Leo Schröder als Sandinger, Isabel Surel als Jeckel und Leo Reisinger als Stubenmeier. Regie Sebastian Sorger, Drehbuch Thomas Kempf.